Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Uncharted 2 Among Thieves. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal los ins neue Spiel. Die Kampagne. Wir machen es einfach auf einfach. Ja. Eine Speicherdatei. Auf geht's. Das ist mein Blut. Mein Blut, verdammt viel von meinem Blut. Okay, und ja, dann, wie gesagt, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Uncharted 2, ja. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja. Ich habe dann wieder Lust gehabt auf Uncharted, weil habe ich auch sehr lange nicht mehr gespielt. Wow. Wir haben jetzt zusammen den ersten Teil hier durchgespielt, was natürlich echt nicht einfach war. Aber wir haben es geschafft und dachte ich mir, ach, ich spiele einfach mal den zweiten Teil. Ich bin auch echt ein bisschen gespannt, wie es halt wird. Und ja, ich habe echt Lust drauf. Ich mag einfach das Gefühl, wenn ich einfach Lust habe auf das Spiel und wo. Und ja. Ich habe mir ja die Collection gekauft, also 1 bis 3. Ich habe natürlich auch den vierten Teil natürlich. Und ja, ich würde natürlich alle, denke ich mal, zeigen wollen. Wo? Oh. So, geht doch. So, hoffentlich habt ihr auch Lust, mir zuzuschauen und mich zu unterstützen, das Projekt hier durch ja, zu schaffen. Es gibt bestimmt da und da ein paar Ecken, die ich einfach ein bisschen verzweifelt bin. War nämlich auch so im ersten Teil. Und einmal hier hoch. Oh. Aber ich kann auch sagen, dass Tomb Raider, also die Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, ist eigentlich von der Spielmachung genauso wie Uncharted. Also finde ich auch ganz cool, dass sie dasselbe, sage ich mal, so Spielprinzip gemacht haben. Das ist auch echt cool gemacht. Wow. Und ja. So, einmal hier hoch. Wir müssen nämlich endlich mal vom Zug weg, weil sonst knallt er nach unten, dann haben wir echt ein Problem. Deswegen schauen wir einfach mal. Oh, 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 oh. So, auf geht's. So, einmal hier hoch. Oh Mann. Was Drake mal wieder schaffen tut und passiert, ist echt sagenhaft. Hä? Komme ich denn jetzt da hoch? Okay, so. Komm schon, Nathan. Schnell hier weg. Komm, 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 komm. Los, 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 los. Oh mein Gott.
Geschafft. Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich habe einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein. Du bist ja verrückt. Ja, lass mich aus. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler. Mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass dich drauf. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schief gehen? Ja, das kann passieren. Schlechter schief ging, kann es bestimmt nicht. Aber nun gut. Und warte mal, da blinkt, da ist ja was. Warte mal, was ist da? Stimmt, im ersten Teil war ja verschiedene Schätze, das ist ja sozusagen eins davon. Genau. Erster Schatz. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich hab so Lust auf das Spiel. Ich hab den ersten Teil echt gefeiert. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Und dachte mir so, ach, ich mach mal den zweiten Teil. Das ist, glaub ich, schon letztes Jahr habe ich den ersten Teil gemacht. Ich weiß gar nicht wann.
glaube Oktober oder so in der Art. Ich weiß gerade gar nicht. Aber ich habe mal wieder Lust, es zu spielen. Hoffentlich bin ich jetzt nicht so eingerostet. Ah, hier ist eine Waffe, sehr gut. Kann ich wenigstens schützen. Wir müssen uns jetzt schon mal hier lang. So, einmal hier rüber. Einmal hier Munition immer mitnehmen. Ich schätze mal, die brauchen wir bestimmt. Verschlossen. War ja klar. Glaube ich auch. So, jetzt aber. Jetzt können wir auch darüber. Dann noch schnell nachladen. Oh, das war knapp. Aber ich hab's immer nicht verlernt mit den Zielen. Mein Aim ist noch da. So. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, welcher Uncharted-Teil war euer Lieblingsteil? Der erste Teil, der zweite Teil, den wir jetzt gerade machen, den dritten Teil oder der vierte Teil? Oder auch Lost Legacy, weil ja gab es auch noch einen Teil, aber jetzt nicht mit Nathan Drake, sondern mit jemand anderem. Werde ich aber auch noch alles zeigen. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, welcher von euch euer Lieblingsteil war. Hallo. So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh, er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Na, jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch. Suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Okay, dann geht's mal weiter. So, aber wo geht's lang? Ah, können wir da rüber? Ja, hat geklappt, sehr gut. So, einmal hier hoch. Hoffentlich kommen wir endlich mal hier raus, damit hier alles wieder sicher, also dass wir in einem Pferd mit Sicherheit sind, weil die ganze Zeit im Zug
Ist natürlich nicht so praktisch. Wow. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein ich. Flynn, das sind nur Museumswärter. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Hier lang. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Chloe. Wir sehen uns später. Ich kann's kaum erwarten. Okay, Leute, ich würde sagen, hiermit beende ich den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Part geht's dann weiter und dann schauen wir uns mal, versuchen wir mal durch das Kanal in die Museum zu gelangen. Und ja, wenn es euch natürlich gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und bis nächstes Mal von Uncharted 2. Tschüss.